Willkommen zu einem neuen Video von mir, den Imperator Nils. Wir sind hier wieder auf Skyblock. Aber bevor das Video anfängt, möchte ich noch eine kleine Durchsage machen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt jedes Mal machen werde. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder in Minecraft. Falls ihr mich noch nicht kostenlos abonniert habt, könnt ihr das gerne machen und ein Teil der Imperator Nils Army werden. Es kommen so jede Woche mindestens ein Video. Wenn mal nicht, dann bin ich entweder krank oder ich war mit einer anderen Sache beschäftigt, wie zum Beispiel schulischen oder planungsmäßig AG, weil es gibt ja also Privatkram so zusammengefasst. Und ja, es gibt auch ab und zu Livestreams, wenn ich gerade also in der Lage bin, einen Livestream zu starten und wenn mir gerade danach ist. Und ja, insgesamt würde ich mich sehr freuen, wenn wir die 30 Abonnenten, bis ich auf Klassenfahrt fahre. Da kommt auf jeden Fall nochmal ein Vlog vielleicht. Ich muss gucken, also das muss ich auch nochmal mit meinen Mitschülern absprechen, ob man die jetzt sehen darf. Notfalls, das habe ich mir letztens angeguckt bei keinem Master, kann man auch hier schneiden, dass deren Gesicht so verpixelt wird. Oder notfalls schneide ich halt nur die besten Szenen mit Fotos und so rein. Ja, aber ihr seht, es kommen gut Videos. Ich bin jetzt, glaube ich, schon, ich weiß nicht, wie viele Videos ich habe, aber es sind über 70 Videos schon für einen Kanal, der jetzt seit 6 bis 7 Monaten oder sogar 8 Monaten existiert. Hier ein paar von denen, die ich abonniere. Dieses TV könnt ihr auch gerne mal abchecken. Ich versuche es in der Videobeschreibung zu verlinken. Cooler Kanal, der zurzeit so Diss-Track gegen Diablo Black führt. Da bin ich ganz, ja, unparteiisch. Und die anderen, ja, könnt ihr mal vorbeigucken. Lano77, das ist nur ein Bekannter aus hier, den habe ich mal auf dem Server getroffen. Da hat er so eine Spendenaktion gemacht und ich dachte, ich gucke ich mal vorbei. Und weil er ein Ehrenmann war, habe ich einfach ein Abo da gelassen. Und ja, ich würde sagen, geht's weiter zum Video. Ich hoffe, ihr könnt diesem Video einen Like geben. Dann kommt auch ganz schnell das nächste. Also ich setze mich die Tage ran, sodass jeden Tag mindestens ein Skyblock-Video von so 14 Minuten kommt. Und dann würde ich sagen, damit wir nicht gleich bei 14 Minuten sind, springen wir wieder zu Minecraft rüber. So, back in action. Ich gucke, dass ich das vielleicht gleich nicht schneiden muss. Also ich versuche in dieses Skyblock-Projekt mal hier alle Fails drin zu lassen. Und ja, also heißt nicht viel schneiden, weil in letzter Zeit kann ich einfach keinen Aufwand mehr gebrauchen. So. Also, wir sind damit stehen geblieben. Huch. Genau, mach mal dahin, da wo es unsicher ist. Wir sind stehen geblieben, dass wir hier unsere Baumfarm etwas erweitert haben. Ach, da ist die Fackel. Scheiße. Oh gut, ich habe das noch geschafft. Gerade kam schon wieder eine Nachricht. Na gut, wenn er stirbt, wäre es auch nicht so schlecht. Bruder! Krepier! Ich hoffe, der Spawner spawnt jetzt nichts mehr, weil der müsste eigentlich ausgeleuchtet sein. Na gut, aber man muss immer denken, es kann ganz schnell zu Bugs kommen. Dieser Ausgangspunkt ist etwas bescheuert. Das Loch bleibt am besten da, das ist dann so die
Nur Imperator Nils kommt drüber, Challenge. Nehmen wir uns mal das. Das Dirt können wir mitnehmen. Machen wir, glaube ich, auch. Da unten, da gehen wir irgendwann mal hin. Weiß noch nicht wann. Ich mache mal hier ein Holz und so, Sicherheit. So, also auf der Insel haben wir jetzt schon... Ach, weißt du was, wir haben so viel Holz. Ich mache mir mal ein paar Tools, weil ich dachte eigentlich, man kriegt hier Obsidian her, aber nee. So. Jetzt. Manchmal reagiert das, glaube ich, sogar nicht. So, packen wir das mal so zurück. Die Spitzhacke können wir auch zurückpacken. Es geht ja gerade nur um... Alter, kennt ihr das? In Minecraft ist es ja meistens so, man craftet sich nur so eine... Also in der ersten Nacht, wenn man das jetzt so... das normale Survival spielt, dann ist es ja meistens nur, man craftet sich eben ein paar Fackeln, wenn überhaupt... Spitzhacke und dann heißt es ab durch die Mitte. Oh, ein Baum ist gewachsen. Stimmt, eine Axt. Dann heißt es ab durch die Mitte, eben schnell Stein und dann steigt man sofort zu Stein-Equipment. Bei Skyblock, da muss man eigentlich auch hier Holz-Equipment mit benutzen. Das ist auch, also der Spielmodus ist auch sehr gut für die Leute, die jetzt, also. So welche Sachen nicht so richtig kennen. Also nicht so, was ist das? Ich meine mehr oder weniger so dieses, ja, man will jetzt, also man soll Holz craften und die fragen sich einfach nur, also ich kann gerne Holz craften. Natürlich, Holz kann man craften ab der 1.15 oder was. Ja, also Holzsachen craften meine ich damit. Ich hab's gerade nicht so mit den Worten. Der Baum ist sehr schön groß. Genau wie meiner. Ich sagte ja, es gibt spaßige Fails. Das war kein Fail, das war eigentlich mehr oder weniger geplant, würde ich sagen. Und jetzt kommt noch eine Sache. Leute, die mich kritisieren, werden vom Kanal gebannt. Und das war kein Scherz. Also Leute, ich habe gerade so eine Phobie gegen... kritisieren, sag ich mal. Ich kann das einfach nicht so besonders ab. Ich bin kein Mensch, der gerne Kritik kann. Also bitte nicht kritisieren. Ihr könnt gerne das in die Kommentare schreiben, aber ihr könnt davon ausgehen, dass ich das entweder ignorieren werde oder löschen werde, weil ich gebe mein Bestes so gut wie in die Videos. Ich kann euch das später vielleicht nochmal zeigen. Kein Master schneidet das einfach nicht mehr. Ich kann noch nicht mal mein Intro mehr hinzufügen. Und ich habe mir überlegt, wenn ich auf Klassenfahrt bin, dass ich danach vielleicht so eine 15 Euro Google Play Card Verlosung mache. Aber ich werde es dann nicht so verlosen, sondern ich werde im Video dann höchstwahrscheinlich den Code irgendwo einblenden. Und ihr habt dann Zeit, den einzutippen. Und ja, der schnellste, scheiße, da ist gerade was runtergefallen. Wie sonst immer, da fällt auch immer was runter. Mir fallen die Bäume nicht um. Och, am liebsten so eine Baumfarm, wo überall Trichter wären. Das wäre das typische Minecraft-Leben. Ich sag euch, in einer Folge werde ich den Sprung nicht schaffen. Ich glaube, den Spawner lasse ich sogar und baue mich so nach unten. Aber als erstes nehme ich mir, glaube ich, den Kaktus mit.
So. Hier dort. Hier dort. Ich darf die Ecken, glaube ich, nicht abbauen. Hier dort. Ich wünsche mir gerade am liebsten, dass ich jetzt gleich den Fail mache, weil dann habe ich es hinter mir. Aber ich warte damit noch ein bisschen. Kaktus, Wasser. Kann ich hier... Oh ja, die Fläche kann ich benutzen. Die darf nicht... Ich glaube, ich steige auf Leitern um. Ich crafte eben das so weg. Boom, bam, badabab, bam, beam. Die Sticks behalte ich. Tue ich dahin und ein Holzbrett. Und dann haben wir 12 Leitern. Wie so ein Tool. Ja, das Holztool zeigt einen leichten Unterschied. Ich würde aber jetzt nicht sagen, Holztool, bestes Tool, EU West, bringt dir sofort alles, was du willst. Am liebsten in eine sichere Seite. Weil hier gehe ich hoch und fall runter. Oder ich springe runter. 12. Ich glaube, ich mache heute mal etwas länger mal wieder. Da oben sind, glaube ich, Pferde. Auf jeder Insel ist, glaube ich, so die eigene Mobart. Das mal weg. Und mache hier mal das heilige Schild der Christen. Nein, das besteht nicht aus Abbauen. Machen wir mal das heilige Jesus Christus Schild. So, das perfekte Christenabwehrschild. Und hier ist meine... Ach nee, so ein Schild will ich nicht. Was an Sepplingen? Dann wächst ein Baum und dann geht das Schild kaputt. Hier ist meine... Nee, ich lass so. Da ist was runtergefallen. Huch. Gras. Farm. Schmeli. So, das ist meine Grasfarm. Ich hoffe, ihr wisst alle, welches Gras ich damit meine. Ich meine nicht das Gras, was man auf einer Wiese findet, sondern das ganz spezielle Gras. Oh, super, meine Folgen bestehen eigentlich nur noch aus Farm. Ich sitze hier und farm mich hier mit Holz zurecht, anstatt an einem Cobble-Generator zu sitzen und damit eine Double Pump zu schießen. Und ja, ich weiß, eine Double Pump gibt es an einem Cobblestone-Generator nicht.
Digga, das ist Gott da oben. Dieser Baum, der droppt ja so viele Sepplinge. Ich habe zu viel in meiner Grasfarm. Man glaubet es kaum. Wenn hier ein Baum wächst, den nenne ich Luzifer. Mache ich mir ein Schild. Luzifer von und zu Luziferhausen. Ich glaube, ich vergrößere meine Plattform. So, so, so. Sicherheit! Bestimmt wächst was bei meiner Grasfarm und dann finden mich alle. Ich weiß nicht, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Darf ich Befehle benutzen, wie zum Beispiel, also das mit Time Set? Oder darf ich das gar nicht benutzen? Ich mach dann mal. Ach stimmt, die dürfen ja an gar keiner Ecke sein. Digga, wie viel kommt von oben runter? Ich würde sagen, wegen der Aufnahme, weil im Dunkeln sieht man nichts, darf ich für diese Aufnahme Uhrzeit eben noch benutzen. Und wisst ihr was? Ich habe gerade so Bock auf dieses Projekt. Ich weiß, ich sagte, ich mache kürzere Videos, aber Leute, ich habe richtig Spaß an diesem Projekt. Ich hoffe, ihr auch. Und darum würde ich gerne vielleicht etwas länger. Oh ja, hier kann ich meine Grasfarm hinbauen. Schatz, wir haben ein neues Platz für unsere Grasfarm, wenn du verstehst, was ich meine. Kriege ich keinen Schaden, wenn ich auf dem Kaktus stehe. Lüll. Ja, ich mische mich da nicht ein.